Moment mal, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Florian wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Und dann aber gleich wieder ins Gefängnis verlegt. Nein, das... Aber solange bis du eingezogen bist, bleibst du doch noch bei Brandnerbau. Das Militär kann zwar nicht auf dich verzichten, aber ich auch nicht. Danke für die Blumen trotzdem. Andi, in 10 Monaten ist der Spuk vorbei. Entspricht es den Tatsachen, was in diesem Artikel steht? Hast du eine Affäre mit diesem Mann? Wir kennen uns, ja. Flüchtig. Hallo, hören Sie? Ja? Ein Herr Sven Hübner hat heute Morgen aufgecheckt und ist abgereist. Er ist weg. Ich habe umsonst mit ihm geschlafen. Einfach ausgezogen, hat keine Adresse hinterlassen. Er hat es mir nur versprochen. Er wollte Florian helfen. Es klärt sich alles, okay? Wie denn? Die Ermittlungen fallen ja wohl aus. Er kann ja schlecht gegen sich selbst ermitteln. Der hat nie vorgehabt, mir zu helfen. Der hat mich nur ausgenutzt. Und während dieser, wie du sagst, flüchtigen Bekanntschaft, hat sich wirklich nie mehr ergeben? Nein, ich weiß auch nicht, wie die in dem Artikel auf sowas kommen. Ach, du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich konnte es mir eigentlich kaum vorstellen, aber... Ausgerechnet einen Bauarbeiter. Dein Vater hat fast den Schlag getroffen. Es ist dir doch hoffentlich klar, dass wir eine solche Liaison unter gar keinen Umständen dulden würden. Nicht? Mama, lass uns doch mal von was anderem reden. Du bist doch sicher nicht nur wegen des Zeitungsartikels hier, oder? Wie lange möchtest du denn bleiben? Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also, ich habe... ziemlich viel zu tun in letzter Zeit. Ein paar Tage wirst du dir doch wohl freinehmen können. Ja, so war das auch gar nicht gemeint. Aber wie sieht denn deine Planung aus? Hast du schon was Bestimmtes vor? Ja, da ich schon einmal hier bin, möchte ich auf jeden Fall Charlotte Schneider besuchen. Ich habe sie eine kleine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Die wird sich sicher freuen. Ja, das nehme ich an. Ja, wenn du sie in ihrem Bistro besuchen willst, kann ich dich begleiten. Eh bien, ma chérie. On y va? Träumt der gut aussehende 20-Jährige davon, sich einen Eintritt in die High Society zu erflirten? Sag mal, was schreiben die denn da? Das ist ja heftig. Ja, unser Bruder ist jetzt eine richtige Berühmtheit. Sag mal. Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Der beruhigt sich auch wieder. Komm, wir gehen hier lang, ja? Jana, Nico. Auch ein paar? Klar, danke. Und gibt's irgendwas Neues mit der Musterung? Nee, was auch. Seit dem Telefonat mit den Heinis vom Kreiswehrersatzamt habe ich's echt aufgegeben. Naja, so haben wir wenigstens die Chance, vielleicht nochmals skaten zu gehen, wenn du Bock hast. Klar, warum nicht? Hat ja beim letzten Mal echt Spaß gemacht. Ich habe mich zwar ein bisschen angestellt, aber... Ach, Quatsch. Für eine Anfängerin warst du richtig gut. Du bist doch hier der Vollprofi. Zeig doch mal, was du so drauf hast. Wenn du mir noch eine Pommes abgibst. Hat er dir das auch beigebracht? hast du dir irgendwie wehgetan? Nee, alles ganz, keine Panik. Die Knochen halten viel aus. Tja, Pech für dich, sonst hättest du dir die Musterung vielleicht sparen können.
Nico, manchmal hast du richtig gute Ideen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so erniedrigt gefühlt. Und wofür? Ich wollte Florian doch nur helfen. Meinst du nicht, wir sollten endlich die Polizei einschalten? Wer glaubt mir denn? Ich begleite dich auch, wenn du willst. Sven wird alles abstreiten. Er ist Polizist. Was glaubst du, wem seine Kollegen glauben werden? Wen rufst du denn an? Sven. Klar, er geht nicht ran. Hallo, Sven Hübner hier. Leider haben Sie nur meine Mailbox erwischt. Aber wenn Sie mir Namen und Telefonnummer hinterlassen, rufe ich zurück, sobald ich kann. Tschüss. Du mieses Arschloch. Ich habe genau gewusst, dass du dich aus dem Staub machst, aber ich sag dir eins, ich schwöre dir, wenn du dich bis heute Abend bei mir nicht meldest, ja, dann zeige ich dich an. Die Polizei wird ihn kriegen und dann ist er dran, das sage ich dir aber. Soll ich aufmachen? Isabel, der Haftrichter hat angerufen. Sie lassen Florian frei. Charlotte! Oh, Constance! Comment ça va? Ay, bien, merci. Ach, Sie sehen fabelhaft aus. Sie auch. Danke. Ich muss schon sagen, Cécile hat mir nicht zu viel versprochen. Oh, freut mich, dass es Ihnen gefällt. Und ich freue mich so, dass Sie endlich bei mir zu Gast sind. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen, Constance. Ja, das letzte Mal in Venedig. Genau. Wissen Sie, durch die Krankheit meines Mannes komme ich kaum noch aus Paris heraus. Aber als mich gestern eine Freundin auf diesen unsäglichen Zeitungsartikel ansprach. Ja, eine Unverschämtheit, was die Journalisten sich leisten. Sie werden verstehen, wie erschüttert ich war. Ich musste einfach herkommen, um nach dem Rechten zu schauen. Ausgerechnet einen Bauarbeiter. Etwas Geschmackloseres hätte sich die Schmierenjournalie nicht einfallen lassen können. Cécile sollte sie wegen Rufmord verklagen. Mama, das bringt doch nichts. Aber man kann denen doch nicht alles durchgehen lassen, Nispa? Oder? Was meinen Sie? Oh, ich denke, Cécile hat recht. Also eine Klage würde dem Artikel eine Bedeutung beimessen, die ihm gar nicht zukommt. Ja, ich... Ich würde mich ganz gerne ein bisschen frisch machen. Oh ja, natürlich. Angelo? Ah. Sag mal, habe ich deine Zeichen eben richtig verstanden? Deine Mutter weiß nichts von Robin und dir? Nein, dieses Theater macht mich total fertig. Genau das wollte ich Robin ersparen. Ich kenne meine Mutter. Spätestens nach einer Minute liegen wir uns beim Thema Robin in den Haaren. Ja, aber wie stellst du dir das denn vor? Irgendwann musst du doch damit raus. Ja, sie bleibt ja nicht so lange. Wenn sich das Ganze um den Artikel gelegt hat, werde ich ihr Robin vorstellen. Nee, ich rede hier nicht von dem gebrochenen Arm. Aber wenn ich so richtig was am Rücken hätte. Das erkennt man doch auf jedem Röntgenbild. Du musst dir schon was aussuchen, was nicht so leicht nachweisbar ist. Etwas, wie du mit ein, zwei Attesten durchkommst. Schweres Asthma. Damit müsstest du durchkommen. Das wäre vielleicht was. Wollt ihr was zu trinken? Ja, gern. O-Saft bitte. Ich auch. Okay. Geht's noch? Was denn? Ich versuche ihm wenigstens zu helfen im Gegensatz zu dir. Ist klar. Wenn er ausgemustert wird, dann geht er nach Amerika. Und dann sehe ich ihn vielleicht überhaupt nicht mehr. Lies es von meinen Lippen. Ja, von mir aus will er mich jetzt noch nicht. Aber er bleibt ja auch ein Weilchen. Und in 9 Monaten erreicht man so einiges. Er geht zum Bund. Das heißt, in der Woche hängt er in irgendwelchen Kasernen ab. Da ist nichts mit ins Kino gehen oder Skateboard fahren. Und? Habt ihr noch ein paar gute Einfälle? Nicht wirklich. Du wohnst doch mit einem Arzt zusammen. Kann der denn nicht irgendwie helfen? Ach, Tom. Er hat zuletzt noch bewundert, wie gut ich in Form bin. Wobei, vielleicht hilft das gerade.
Wann wird Florian entlassen? Ja, deswegen bin ich doch vorbeigekommen. Ich dachte mir, wir könnten ihn zusammen abholen. In einer halben Stunde ist er frei. Das sagt sie erst jetzt. Ich warte draußen. Du, und um die Kneipe, da kümmere ich mich drum. Ja, mach dir keine Sorgen, okay? Ja. Okay, na, vielen Dank. Ist was? Hast du Angst? Hm. Musste nicht. Mhm. Ihr braucht euch jetzt, ja? Du hast recht. Isabel? Ja. Tschüss. Ich habe meine Mutter gerade bei Charlie im Schneiders abgesetzt. Und dann hatte ich plötzlich ganz große Sehnsucht nach dir. Oh, da hätte ich doch kurz vorbeikommen können. Ja, aber dann hättest du dich ja extra umziehen müssen. Außerdem habe ich dich viel lieber für mich allein. Ich hätte deine Mutter aber schon gerne kennengelernt. Das hättest du bereut. Eine halbe Stunde mit ihr kann viel anstrengender sein als ein ganzer Tag auf dem Bau. Du musst es ja wissen. Ein Tee? Mhm. Was soll das denn? Ich dachte, du hast dich so darüber geärgert. Jetzt hängst du es hier auf. Oh, Nico. Machst du dir immer noch solche Gedanken darüber? Nee. Solange du dir keine machst. Mir ist egal, was da drin steht. Und dass du gut aussiehst, das habe ich vorher schon gewusst. Und was sagt deine Mutter dazu? Die weiß auch, dass in solchen Zeitschriften nur Quatsch steht. Kannst du deine Schicht nicht ausfallen lassen? Und den Tee? Ja, ja. Ich sag ja, meine Mutter kann ziemlich nervend sein. Was dauert da denn so lange? Muss ja alles schön korrekt sein. Muss ja alles seine Ordnung haben. Andi, bin wieder da. Hi, Tom. Hi. Was macht ihr denn hier? Tom, Sweetie, schön, dass du da bist. Komm, schwing dein Popöchen zu uns und gesell dich zu unserem Mädchenabend. Ich hab auch noch was Lauwarmes im Ofen, wenn du willst. Weißt du, Tom, ich hab nie gewusst, wie ich dir sagen soll. Eigentlich mache ich mir gar nichts aus Frauen. Komm schon, nimm mich. Oh, nö. Nee. Ich nehme mir die Beine hier. Oh, Mensch, Andi. Ich glaube, an der Nummer musst du noch ein bisschen feilen. Aber auch dann kauft dir das keiner ab. Ach, Mann, wieso denn nicht? Hallo, dir sieht man die Hete auch da noch an, wenn du in den Strapsen rumrennst. Kacke. Entschuldige. Wen wolltest du denn so überzeugen, hm? Ach. Ich schätze, er wollte so zur Musterung. Andi, wenn Homosexualität ein Grund wäre, um ausgemustert zu werden, ich glaube, da wäre jeder zweite Mann schwul. Echt? Das ist gar kein Grund? Mm-mm. Tja, hilft wohl doch nur irgendeine Krankheit. Mal abgesehen von Andis sonstigen geistigen Fähigkeiten. Ist er fit wie ein Turnschuh. Da ist nichts zu machen. Ja, ja, das junge Glück. Das habe ich alles dir zu verdanken. Außer dem Papierkram konnte ich zu deiner Freilassung nicht viel tun. Ich weiß nur, dass die Anklage gegen dich fallen gelassen worden ist. Vermutlich hat Sven denjenigen gefunden, der dir das Koks zugesteckt hat. Ich habe doch gewusst, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Ohne ihn könnte ich dich jetzt nicht in die Arme nehmen.
So. Jetzt lass uns hier von diesen Mauern verschwinden. Andi, langsam reicht's. Oh Mann, Andi, ich bin eh zu spät dran. Also gib mir 2 Minuten, damit ich mich konzentrieren kann, ja? Musik aus oder ich nehme dich doch. Geht doch. Das war Erpressung. Ein Attest? Jupp. Eine Patientin von mir. Hat diverse Allergien und sämtliche Beschwerden, die man sich vorstellen kann. Aber das geht neugierige Mitbewohner überhaupt nichts an. So einem Attest müsste man bestimmt nicht zur Bundeswehr. Andi, denk nicht mal dran. Bitte. Ich komme in Teufels Küche. Kann ich meine Zulassung verlieren? Sowas nennt sich Freund. Genau. Also, lass den Kopf nicht hängen. Wir sehen uns später. Mhm, richtig aus. Oder kommen die beiden auch gerade? Mach ich. Bis gleich. Tschüss. Los! Das war Elisabeth. Florian ist entlassen worden. Sie sind auch hier. Echt cool. Ist ja geil. Partytime. Sag mal, wo ist denn der Artikel hin? Hör mal, denkst du im Ernst, ich lass den da hängen? So witzig war es nun auch nicht. Ich fand's witzig. Ich nicht. Wem gehört denn das? Oh, das hat Cecile vorhin vergessen. Sie hat eine kurze Auszeit von ihrer Mutter gebraucht. Ach, willkommen in der High Society. Ich bring's ihr lieber mal vorbei, sie braucht bestimmt. Da geht er hin und will die Schwiegermutter beeindrucken. Und wenn schon. Sie wollen mich wirklich nicht begleiten? Die Baronin von Lichtenfels würde sich bestimmt freuen, Sie zu sehen. Ja, und Davos ist ja immer wieder eine Reise wert. Das würde mir auch sehr gut tun im Moment, aber. Ich bin leider hier unabkömmlich, Constance. Schade. Und wie sieht es mit dir aus, mein Kind? Oh, ich würde mich doch da nur langweilen. Nein, sag das nicht. Der junge Baron wird bestimmt auch dort sein. Weißt du noch, wie blendend ihr euch damals immer verstanden habt? Ach ja, habt ihr. Da waren Hubertus und ich 8 Jahre alt. Und ich glaube nicht, dass Cowboy- und Indianerspiele für uns heute noch so verbindend wären. Ihr würdet bestimmt genügend andere Gesprächsthemen finden. Hubertus ist ein ausgezeichneter Polospieler. Oh ja. Jedenfalls wäre er eine sehr gute Partie. Ich denke, Cecile hat keine Probleme, attraktive Männer kennenzulernen, Constance. Tja, es kann nicht schaden, sich in den richtigen Kreisen blicken zu lassen. Sonst dichtet ihr die Presse demnächst wieder so einen Maurer an wie diesen Robert. Ja. Er heißt Robin. Wen interessiert das schon? Ja, wen interessiert das? Überleg dir lieber, ob du mich nicht doch begleitest. Wir könnten morgen früh los. Du willst morgen schon abreisen? Ja. Florian! Mein Junge! Herzlich willkommen daheim. Darf ich dich alle begrüßen? Komm, gib mir deine Jacke. Oh! Es freut mich, dass du wieder da bist. So verändert siehst du gar nicht aus. Na, was hast du denn erwartet? Einen ausgemergelten Vollbärtigen mit ihrem Blick? Ja, so ähnlich. Genau. Cousin! Ich würde gerne mit dir anstoßen, aber ich muss leider gleich weg. Kein Problem, aber das holen wir nach. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Endlich mal wieder fröhliche Gesichter statt immer nur finstere Gestalten. Ja, schwere Türschlösser kannst du wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, hä? Können wir aber gerne installieren, falls du Entzugserscheinungen kriegst. Trotz eurer Witze. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Danke. Es gibt sie also noch, die Gerechtigkeit. Auf deine Freiheit. Bundeswehr. All possibilities.
Das hat Cecil vorhin bei mir vergessen. Ich bring's ihr sofort. Okay. Danke. Oh, stopp, halt! Das hätte ich fast vergessen. Und sagen Sie einfach, dass ich Sie liebe. Mach ich. Tschüss. Frau de Marant? Monsieur? Allez. Hallo, ich bin Robin. Robin Brandner. Cecil hat mir schon so viel von Ihnen erzählt. Ja. Sie sind also der Maurer, der angeblich eine Affäre mit meiner Tochter hat. Affäre würde ich das nicht unbedingt nennen. Nein, natürlich nicht. Cecil hat mich bereits aufgeklärt. Also, dann hat sie Ihnen gesagt, dass wir zusammen sind. Was? Sie wollen also tatsächlich behaupten, dass Sie eine Liaison mit meiner Tochter haben? Nein. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Ja. Lass uns darauf anstoßen. Zum Wohl. Ich muss noch mal Hanna anrufen, ja? Mhm. No Limits, hallo? Ja, ich bin's. Du, es dauert hier bestimmt noch ein bisschen länger. Sag mal, könntest du auch meine ganze Schicht übernehmen? Ja, klar, kein Problem. Na, du bist ein Schatz. Wie geht's ihm denn? Ach, bestens. Wir feiern hier auch schon ganz nett. Na, dann lasst euch nicht aufhalten. Und grüß Lars von mir. Na klar, mach ich. Bis dann. Was willst du hier? Ich will sichern, dass mein Engel wieder glücklich ist. Ich habe gerade meine Mailbox abgehört und da klangst du etwas, naja, ungehalten. Mach, dass du wegkommst. Du bist der Letzte, der hier was zu suchen hat. Da ist Florian sicherlich anderer Meinung. Und von dir hätte ich auch etwas mehr Dankbarkeit erwartet. Fass mich nicht an. Du könntest etwas netter zu mir sein. Oder glaubst du, Florian würde sich freuen, von unserem romantischen Abend zu hören? Ich kann Sie ja verstehen. Bei diesem Artikel muss man einfach einen schlechten Eindruck von mir bekommen. Der Artikel schert mich nicht im Geringsten. Für mich zählt nur, was meine Tochter mir sagt. Also, ehrlich gesagt, dann verstehe ich Ihre ganze Aufregung nicht. Was Sie wagen, mir offen ins Gesicht zu lügen, dass meine Tochter ein Verhältnis mit Ihnen hat? Das ist lächerlich. Cecil hat mir versichert, dass sie nur flüchtig kennt. Ach, das hat sie Ihnen versichert? Ja. Und alles andere ist ja wohl nur sehr schwer vorstellbar. Glauben Sie ernsthaft, dass sich meine Tochter mit einem Menschen wie Ihnen einlässt? Maman! Robin, ich wollte... Danke, Cecil, ich liebe dich auch.